Maurerpark Alm ist unser neuer Kraftort hier in den Bergen. Für eine kurze Auszeit für mich, für meine Familie oder auch für unsere Gäste hier vor der Kulisse der Dolomiten. Wir machen hier verschiedene Sachen. Wir gehen einmal rauf auf den Gipfel des Maurerparks, also das ist eine mittelschwere Wanderung, wo es nachher einen schönen Picknick gibt. Das machen wir immer wöchentlich, Sommer, Winter. Im Winter teilweise setzen wir uns auch in die Hütte hinein. Weiters machen wir eben eine schöne Wanderung, die geht eben von geweihtem Wasser direkt zur Hütte her. Und dann machen wir mit den Gästen einen Wellness-Nachmittag. Das heißt, die Gäste können hier etwas schwitzen, können sie hier in der Schwitzstube. Oder sie können eine schöne Wanne zu viert machen. Oder sie können ein schönes Heubad machen oder eine Massage, eine Masseurin herum. Und sie können auch was Gutes aufgekocht, einen guten Knödel oder einen schönen Kaiserschmarrn draußen im Freien hergerichtet. Das ist immer für unsere Gäste, also auch für mich immer wieder ein tolles Erlebnis, einfach mal einen Tag Auszeit hier auf der Alm in dieser schönen Landschaft zu genießen.